dass du so weit bist. Ja. Wir sind nämlich drin. Wir sind drin. Ja, ja, eben. Ich frage nur, was du noch mit dem Telefon da machst. Leise. Leise. Meinst du, ist auch noch nicht leise. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Frag die Krischkes. Heute mal Krischke und Krischke. Mein Mann Wolfgang Krischke, unser Hofreitmeister in der Fürstlichen Hofreitschule. Meine Frau Christine Krischke, Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule. Das bin ich. Und das andere Kri ist heute Abend nicht dabei, der Chris. Der Chris. Aber darum habt ihr uns ja auch ganz private Fragen gestellt. Die könnte der Chris sowieso nicht beantworten. Also eine ist dabei, die könnte er auch beantworten. Ja, vielen lieben Dank für die zahlreichen 5 Seiten Fragen von euch. Was ihr alles von uns wissen wollt. Also so neugierig und geheilig. Ja. Zuerst wollte ich die Fragen beantworten, die sich um unseren Werdegang drehen, handeln. Okay. Ja, ich schon. Seid ihr aufgewachsen? Fragt uns Laura Sophie von Gersten. Ja, fang du doch an. Fang du mal an. Ich fange an? Du hast ja eher angefangen. Ich bin in Westfalen geboren, in Bad Oeynhausen, habe mich da nie wohlgefühlt. Und weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe und mein Vater große Hoffnung hatte, dass ich mal sein Geschäft übernehme, nämlich eine Fleischerei, hat er früh genug erkannt, dass der Junge aufs Land muss. Genau. Und so hat er sein Geschäft in Bad Oeynhausen aufgegeben, ist in den Landkreis Nienburg gezogen nach Steierberg und ich bin dort aufgewachsen. Ich fühle mich bis heute als Steierberger und ich habe auch einen sehr engen Bezug zu meiner Heimat. Ich denke sehr oft daran und werde wahrscheinlich mein Alter auch in der Gegend wieder irgendwann dort zu Ende bringen. Und ich komme aus Berlin. Ich bin da im Grunewald zur Schule gegangen. Da hat man nicht so geredet, sondern immer Hochdeutsch. Aber ich habe natürlich auch Freunde aus anderen Gegenden gehabt. Und da haben wir so geredet, wie ich das jetzt gerade mache. Ich kann das kaum noch, merke ich gerade. Ich brauche da irgendwie immer einen Partner, der so Steilvorlage gibt. Ja, es ist schon ein bisschen länger her. Also ich komme aus Berlin. Und bin mit 21 nach Westdeutschland, gleich nach der Wende, also wirklich Wochen nach der Wende, zu meinem lieben zukünftigen Mann Wolfgang gezogen. Wer es nicht genau weiß, in der Nähe des Grunewaldes, das war Westdeutschland, das ist nicht Ostdeutschland. West-Berlin. West-Berlin, genau. Ja. Ja, genau. Ja, wir hatten ja ein Ost- und ein West-Berlin. Bin ein Kudamm-Kind. Was nicht, allerdings aus dem zweiten Hinterhof im vierten Stock. Was nicht gegeneinander aufgewertet werden sollte. Anja Schupp und Sandra Hasler haben beide sehr ähnlich lautende Fragen gestellt, so in etwa wie: Mich würde interessieren, was ihr für Berufe erlernt habt, wie ihr zur Reiterei gekommen seid. Ja, dann kann ich ja gleich weitermachen. Mach du mal immer zuerst. Wie ihr unschwer jetzt raten könnt, da mein Vater eine Fleischerei hatte und große Hoffnung in mich hatte, dass ich das Geschäft übernehme. Ist der Wolfgang Schuster geworden. Ja, genau. Musste ich, statt was ich wollte, Förster werden. Nein, ich musste Fleischer werden. Ich wollte Förster werden, durfte ich nicht. Ich musste Fleischer werden. Bin auch sehr früh in die Lehre gekommen mit 15 und habe diesen Beruf eigentlich von Kindesbeinen an ja gelernt und habe dann später meine Meisterprüfung gemacht. Aber da ich dann irgendwann, als ich wirklich erwachsen war, mit 22 Jahren meinem Vater klar machen konnte, dass das nicht meine Berufung ist, dieser Beruf, hat er mich freigelassen. Und dann konnte ich machen, was ich wollte. Und dann bin ich sofort in den Beruf des Berufsreiter umgestiegen. Ich habe schon vorher sehr viel mit Pferden gearbeitet. Genau. Und ich habe Abitur gemacht in Berlin. Und da wollte ich an der Kunsthochschule Werbegrafik studieren. Und die wollten mich nicht. 2 Jahre hintereinander. Obwohl Christine unfassbar schön malen kann. Es geht ja bei Werbegrafik auch nicht um Malen, sondern um guten Geschmack. Den habe ich bekanntlich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagte mein damaliger Freund, der war Architekt, der sagte: Naja, Christine, wenn es für die Kunsthochschule nicht taugt, dann kannst du ja immer noch Stewardess werden. Dann dachte ich: So, mein lieber Horst, wenn du mich jetzt hörst, dann bin ich Stewardess geworden. Genau, bin im Berlin-Service der Pan American für 2 Jahre geflogen und habe ein Heidengeld verdient, damals 3.000 Mark netto. Und damit konnte ich mir ein eigenes Pferd kaufen. Und siehe da, meine Freundin Katja, meine Liebe, hat mir empfohlen, komm doch mal mit auf die Eagle Free Ranch nach Starkensteierberg, irgendwo in Westdeutschland war das damals. Ja, und da habe ich diesen Mann da, ein Chagia-Araber, abgekauft.
Und seitdem sind wir ein Paar. So, damit haben wir auch gleich die Frage geklärt von Sandra Schumann und Claudia Brausen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe dem Wolfgang ein Schwert abgekauft. So ja, naja, ich darf da noch ein bisschen ausholen. Ich habe Christine das erste Mal bemerkt auf einer anderen Western-Ranch, nämlich bei Volker Laves in Wenden im Kreis Limburg. Da machte eine junge Frau ein Praktikum und das war eine ganz irre Braut, die sah ganz schräg aus. Die hatte so eine amerikanische Hornbrille, die an der Seite so ein bisschen hochging. Cowboy-Stiefel, wie die Leningrad-Cowboys, die nach oben gebogen waren, die mittelalterliche Schnabeltour. Sag es, aus Schlangenleder. Aus Schlangenleder. Oh Gott, ich war so, ich hatte keinen Geschmack, ich hab's ja gesagt. Ja. Aber die ist mir da schon aufgefallen, wohlwollend, und ich habe sie dann, glaube ich, ein Jahr später dann persönlich kennengelernt. Ja, bei uns auf der Ranch. Und da hat es gerappelt. Da hat es gerappelt. Ja. Sven-Erik Gondlach möchte wissen, mich würde ja brennend interessieren, wie ihr zur klassisch-barocken Reiterei gekommen seid. Ja, nicht wie die Jungfrau zum Kind, sondern das war tatsächlich ein Werdegang. Wenn ich bei mir wiederum anfange, ist ein bisschen mehr zu erzählen. Ich war als Junge schon sehr, sehr interessiert an allen lebendigen Viechern, die fliegen und laufen konnten, inklusive Pferde, da ich in einem Dorf groß geworden bin, wo es noch, ich glaube, 5 oder 6 Bauern noch gab in der Zeit, die tatsächlich noch mit dem Pferd ihre Landwirtschaft betrieben haben oder mit Pferden. Bei denen hing ich ständig im Stall als Junge. Und dann fing ich an, irgendwie mit ein paar Jungs zusammen, haben wir so eine NSU Quickly, so ein Moped gekriegt. Da war ich, glaube ich, 11 oder so. Und dann haben wir daran rumgeschraubt den ganzen Tag und sind bei uns hinterm Haus auf der Wiese rumgefahren. Haben uns so eine Schanze gebaut zum Überspringen und ich stank nach Benzin wie, wie so ein Schrauber halt stinkt dann nach Benzin. Ne? Und dann hat mein Vater gesagt, Junge, wenn du aufhörst mit dem Moped, kriegst du von mir Reitstunden geschenkt. Und dann hat er mir tatsächlich Reitstunden geschenkt. Ich habe das Moped an die Seite gestellt. Ja, und dann hat es geprasselt. Voltigiert hatte ich schon vorher. Dann hat es bei mir echt so geprasselt, dass ich gesagt habe, ich will das weitermachen. Und ich bekam auch bemerkenswert gute Reitstunden von dem Tierarzt, der bei uns in der Fleischerei die Fleischbeschau gemacht hat. Er war aber ein alter Kavallerist im Krieg und seine Kinder alle großartige Reiter, damals im Reiterverein und auch darüber hinaus, ein Sachsenmeister in Springen und sowas. Und von dieser Familie Kosuch bekam ich Unterricht. Und zwar noch ganz, wie es früher so war. Ohne Zügel, ohne Bügel. Leicht tragen, ohne Bügel, halbe Stunde. Naja, 20 Minuten. Springen ohne Zügel, ohne Bügel an der Longe. Ja, und das verschafft einen natürlich in einigermaßen Sitz. Durch das Voltigieren hatte ich, konnte auch sehr lange auf dem Pferd im Galopp stehen, hatte ich eigentlich einen guten Balance, ein gutes Balancegefühl. Und diese Reitstunden haben mir wahrscheinlich zu einem vernünftigen Sitz geholfen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Ja, tatsächlich, wie ihr dazu, wie zu klassisch bei euch, ich spring ja mal rein. Jetzt mal ganz kurz, wie du dazu gekommen bist, und dann gehen wir einen Schritt weiter. Genau. Meine liebe Freundin Katja, von der ich euch ja schon erzählt habe, hat in Berlin ihr eigenes Pferd, einen Connemara-Wallach, stehen gehabt. Und der Guinness, hieß er, hat auf dieser Ranch, die war vom Horst Damm in Berlin, ganz im Norden, hinter Tegel, im Heiligen, wie ist das, irgendwas, schon wieder vergessen. Also vergesslich bin ich auch, nicht nur geschmacklos. Und da habe ich mit ihr zusammen, bin ich da hingefahren und habe da die ersten Reitstunden genommen. Das war eine Western Ranch und da hatte Vollblut-Araber und ein paar Warmblutpferde. Und die hat er uns zur Verfügung gestellt, uns, die wir da reiten lernen. Und wir haben nur Schritt und Trab geübt. Ich bin dann auch zuverlässig aus dem Trab gleich erstmal runtergefallen. Aber mit dem Westernsattel habe ich dann gelernt, wie man sich daran festhält. Habe ein bisschen lenken gelernt. Aber die haben sich wirklich rührend Mühe gegeben mit mir. Sport, immer eine 4 gehabt. Also jetzt nicht das Sportwunder. Ja, aber dann, als ich Stewardess war, konnte ich mir ein eigenes Pferd kaufen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der mir das richtig gut erklären konnte. Also so richtig gut. War dann tatsächlich noch Westernreiten. Ich habe nämlich nach meiner Englischreitkarriere, ich hatte dann als sehr junger Mann mir schon ein Pferd kaufen dürfen. Mein Vater, wie gesagt, der hat mich immer gesponsert, dass ich bloß im Beruf bleibe. Hatte mir dann ein von der Stute, auf der ich reiten gelernt hatte, das einzige Kind, das sie in ihrem Leben bekommen hat,
Mal wie hieß die Stute und das Kind hieß Fünkchen. Ich konnte Fünkchen kaufen, dreijährig. Und dann haben wir damit auch gleich rumgehopst, weil die Mutter konnte auch gut hopsen. Ja, und dann Quintessenz war, dass diese Stute, die ich übrigens 50 Pfennigweise in einem kleinen Büchlein mit Arbeit abgezahlt habe. Jede Stunde 50 Pfennig bei meinem Vater. Immer 50 Pfennig ein Haken, 50 Pfennig ein Haken, wie eine Stunde 50 Pfennig. Das war mein Lohn als Junge. Stundenlohn. Ja, das war Stundenlohn. Naja, jedenfalls hatte ich sie dann irgendwann so gut wie bezahlt. Aber als ich sie so gut wie bezahlt hatte, sprang sie aus jedem Parcours raus, weil sie durchging, weil ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte mit einem Jungpferd. Und ich habe das Reiten aufgegeben. So, und jetzt kam ein Jahr oder anderthalb Jahr Pause. Ich war aber schon als Junge auch immer Cowboy-Fan. Ich habe Western geguckt, ich habe Cowboy und Indianer gespielt als kleiner Junge und ich war ein riesen Kanada-Fan schon als 12-, 13-Jähriger. Ich wollte immer darüber. However, im Radio kam eine Nachricht, dass in Schwanewede, das ist bei Bremen, ein Westernreitturnier stattfindet am Sonntag. Ich hatte gerade meinen Führerschein so ab in den R4, auf nach Schwanewede. Ja, das war eine Show. Da waren so 10 Jungs mit einem Cowboy-Hut. Die allerersten der Westernreiterei in Deutschland. Ja, wirklich. Die allerersten. Wer war denn da? Doc Risse. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wie die alle hießen. Volker Labes. Ja, ja. Das ist voll cool, die allerersten. Katrin Dreier damals und acht noch ein paar mehr. War schon cool. Und die machten da eigentlich mit ihren Pferden bei fast jeder Disziplin mit. Und ich fand das echt cool. Hatten die denn schon alle Quarterhorses? Nein, dann waren die da. Aber ein paar Quarterhorses waren dabei doch. Und die haben mich auch sehr beeindruckt mit ihren dicken Hintern. Naja, und das dauert dann eine Woche. Da habe ich ein kleines Polenpony gehabt, habe einen ganz billigen Cowboy-Sattel gehabt, einen mexikanischen, und einen Cowboy-Hut mit Draht vorne drin. Den konnte ich mir formen, wie ich wollte. Oh, und ab ging die Post wieder mit der Reiterei. Ja. Ja, super. So, und jetzt war ich eigentlich bei meiner Berufung angekommen. Ich wollte ja immer Western reiten. Nur damals gab es kaum Lehrer und ich habe das dann tatsächlich nach einem Buch gemacht, das erste, was auf den Markt kam, Western reiten für Anfänger von Hardy Oelke. Und ja, man nehme, legt das Buch auf Sattelhorn und lese und reite. Das ging jedenfalls viel, viel besser als das, was ich vorher gemacht habe. Naja, und dann hast du auch Unterricht genommen, bei Volker Labes zum Beispiel. Ja, ne? ich hab ein paar Reitstunden bekommen und habe gemerkt, dass mir diese Reiterei ganz gut liegt. Ist die dreckig. Habe sehr viele gute Tipps bekommen über Horsemanship, wo ich vorher noch nie was von gehört hatte. Und dann wurde ich Profi, musste natürlich auch Turnier reiten. Als Profi damals musste man sich noch auf Turnieren beweisen, ob man es drauf hat. Jedenfalls hat man so geglaubt. Es wäre wahrscheinlich auch schon anders gegangen, aber ich war jung und ich brauchte das Geld. Und ja, hatte mein Quarterhorse dann damals, ein Quarterhorse in Kanada gekauft, für mich einen braunen Hengst, Leo Sand Frost. Ich war großer Fan der Kuharbeit und machte Cutting mit diesem Pferd. Bin dann, was ich immer wollte, Europameister werden, auch Europameister geworden. Aber habe auf diesem Weg zum Europameister mein Pferd ruiniert, weil ich viel zu ehrgeizig war und das Pferd zu jung. Und ich wollte, wie gesagt, alles wissen. Und dann habe ich mir gesagt, Junge, das hast du das zweite Mal ein Pferd kaputt gemacht. Das erste Mal im Kopf mein Fünkchen, jetzt mein Leo Sand Frost und immer nur aus sportlichem Ehrgeiz. Und dann habe ich mir, da war ich ziemlich jung, 22, 21, sowas. Nee, das war später. Mit Frau und Kind. Ah ja, Quatsch, aber, ja, das war 87 gewesen. Ja, 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 genau. 88 bin ich Europameister geworden, genau. 88. Deutlich später, ja. Und da habe ich gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben ein Turnier reiten. Und in dem Moment habe ich mich entschieden, auch mich wieder von der damals modernen Western-Reitweise wieder zurück zum kalifornischen Reiten. So bin ich eigentlich angefangen, wieder zurück zum kalifornischen Reiten. Das war aber nicht mehr angesagt. Das wollte man nicht mehr sehen in der Zeit. Dann sind wir vom kalifornischen Reiten. Nein. Moment. Also, dann hast du in der Zeit auch Pferde für das Vollblutarabische Stüt Isma geritten. Ach ja, stimmt. Mit dem Nils Isma, Doktor, Tierarzt und ja, für seinen Vater Inhaber des Gestüts. Sind wir sehr, sehr gut befreundet, ganz nette Leute. Und der züchtet ja Vollblutaraber da. Also richtig im großen Maßstab. Und die hast du doch Western ausgebildet, ne? Die habe ich für die Auktion Western ausgebildet und habe auch von denen immer Vollblutaraber bekommen, die ich trainiert habe und dann weiterverkauft habe. Und so habe ich mir eben mein Geld verdient damals. Die Anubi Triedre würde nämlich gerne mehr erfahren über deine Erfahrung mit Vollblutarabern. Ja, das waren tolle Pferde vor 25 Kilo. Ich habe zu der Zeit Quarterhorses aus Kanada importiert und hatte immer Vollblutaraber, weil ich die schon immer mochte und auch als Junge schon Vollblutaraber oder als
junger Mann schon Vollblut-Araber hatte, weil diese Pferde eben charakterlich so unfassbar toll sind, sehr klug, sehr anschmiegsam, wenn man sie zu handeln weiß, auch echt rittig. Und wie gesagt, vor 25 Kilo waren das für mich tolle Pferde. Und ich halte da auch sehr viel von, aber bei denen ist tatsächlich, wenn wir wieder in das Thema von den letzten Wochen gehen, Trageerschöpfung oder Tragfähigkeit ist begrenzt bei einem Vollblut-Araber. Da müssen wir wirklich so sagen. Und man muss auch einen Vollblut-Araber etwas anders reiten, als wir das moderne, im Moment moderne Pferde haben, wie zum Beispiel die Bera oder Warmblüter oder auch Quarter Horses. Und die Vollblut-Araber hatte ich immer dafür, wenn ich in den Stall kam, haben die mich angebrummelt. Ja. Und die Quarter Horses haben sie nicht mal umgedreht, die haben mir Heu gefressen. Ich fand das immer so doof, dass sie so anteilsnahm sind. Los sind. Und die Araber konnte ich auf der Wiese rufen, die kamen angaloppiert. So, ich hatte immer ein super Verhältnis zu diesen Pferden. Und einen aus der Ismerschen Umgebung, also das war ja ein Sohn von dem Diem, war auch mein Marsuk, ja, den ich von dir gekauft habe. Genau. Den hattest du ganz schön ausgebildet. Ja. Und mit dem habe ich ein bisschen auf dem Hofturnier schon mal mitstinken können, einen dritten Platz oder irgendwas gemacht. Aber so haben wir uns kennengelernt. Den hatte ich auch noch eine ganze Weile. Jetzt komme ich mal zur nächsten Frage. Alexandra Andalus fragt, habt ihr euch gegenseitig zum Umdenken gebracht, was die Reiterei betrifft? Ja. Oder habt ihr zusammen gelernt und seid deshalb heute da, wo ihr seid mit eurer Hofreitschule? Wir haben das gegenseitig gemacht. Wir haben auch zusammen gelernt. Ja. Ja, weil ich ja die Reiterei umgestellt habe. Wir sind dann von den Vorblutarabern vom kalifornischen Reiten, weil es nicht mehr angesagt war. Ja. Wenn du so eine Ranch betreibst, da hast du ziemlich viel Kosten an den Hacken, man muss das alles schaffen. Ich hatte das mit einem Partner damals zusammen gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns einen neuen Markt schaffen. Wir mussten auch den Hof dann verlassen, weil ich mich von meiner ersten Frau getrennt habe. Damals war das noch auf dem Dorf nicht so einfach. Da war ich ein böser Mensch. Und dann durfte ich den Hof verlassen, obwohl ich den da aufgebaut habe. Naja, war aber nicht das Schlechteste in meinem Leben, dass ich ihn verlassen sollte. Denn dann haben Christine und ich gesagt, so, was machen wir jetzt? Ich hatte keinen Bock mehr nach Kanada zu fahren, Pferde zu holen. Das war teuer, aufwendig und sehr riskant. Mit den Vollblut-Arabern im kalifornischen Reiten ging auch nicht so gut. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen etwas Neues. Wir steigen um auf Andalusia. Da hatte der Klaus Penquit in der Zeitung Pferdemarkt, die war damals vor Erfindung des Internets, also vor der Verbreitung des Internets, war das noch das Medium, wo man gucken konnte, was man für Pferde kaufen kann. Der hatte da einen Andalusia-Drill. Das Pferd war schön. Und dann guckst du mal ein bisschen in Büchern. Oh, das sind aber schöne Pferde. Da hatte aber Spanien noch die afrikanische Pferdepest und war gesperrt für Export. Sagt dann Christine, geprägt von Berlin, ja, aber Spanien hat doch keine Mauer. Da kann man doch nach Südfrankreich fahren. Französisch kann ich ein bisschen. Da gucken wir mal, ob wir da in Andalusien finden. Und dann sind wir gemeinsam losgefahren nach Südfrankreich, in die Camargue. Und siehe da, gleich hinter Nîmes. Gleich hinter Nîmes. Kurz vor Saint-Marie de la Mer. Chevaux à vendre. Chevaux à vendre. Und da sind wir hin, sag Chevaux à vendre. Chevaux à vendre heißt Pferde zu verkaufen. Sind wir da reingefahren. Ja, Heidewitzka, da standen mal 15, 20 Andalusier, aber auch so viele Berber. Und 15, 20 Berber, was ist denn Berber? Ja, habe ich schon mal gehört, sagt der Wolfgang, das ist der Ursprung irgendwie. Nordafrika, so ganz tolle Pferde, oh, Kriegspferde. Und, Ja, Solinski hat damals so positiv davon geschrieben. Satko Solinski, sehr positiv. Reiter, Reiten, Reiterei, da schreibt er doch so super. Weil ich gesagt, ey, so sehen die aus, komm. Und dann kriegten wir bei dem Mann tatsächlich einen Andalusier zu kaufen, den wir bezahlen konnten, der war nicht groß, 1,54 vielleicht, damals waren die auch 18 Jahre alt, aber der konnte wirklich die gesamte hohe Schule, und zwar so, ohne dass der heiß wurde. Einerwechsel ganz gerade, ja. Piaf Passage, spanischen Schritt, alles, was ich noch nicht konnte, konnte dieses Pferd. Arispan. Genau, und der hat im Grunde mir gezeigt, wie sich das anfühlt, was man alles mit einem Pferd machen kann. Und das, was der mir gezeigt hat, haben wir dann auf den Berbern ausprobiert. Ja, und dann haben wir die ersten Berberpferde von eben dem geholt. Das waren tunesische Pferde. Mhm. Und dann können wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Sonst kommen wir echt hier vom Höchstchen auf Stöckchen. Na gut, ein bisschen mache ich noch weiter, weil ihr wollt bestimmt auch wissen. Dann habt ihr unseren Werdegang und dann wisst ihr das alles. Da rief uns einer an, ein gewisser Jean-Marie Kautzmann, der sprach recht gut Deutsch, ja, aus dem Elsass. Und bot uns
ein Riesenlot algerische Berberpferde an, weil der hat ein Geschäft gemacht mit Algerien, der hat da englisch Vollblüter hinverkauft und wurde bezahlt, nicht in D-Mark und nicht in Dollar, sondern in Berberpferden. Hat er also hin und dann die Berberpferde zurück und wir haben ihm die Berberpferde abgekauft. Wir kriegten einen Exklusivvertrag mit ihm über 100 Berberpferde über eine bestimmte Zeit. Und so haben wir über die Jahre mit den Tunesern und hinterher auch ein paar französische und ein paar marokkanische Berber 140 Berberpferde nach Deutschland geholt. Ja. Die Werbung für die gemacht, auf die Messen gegangen, für die Zeitungsartikel gemacht. Zuchtbuch gegründet. Verein gegründet. Zuchtbuch gegründet und das gibt es alles heute noch. Also das alles, was ihr von Berbern hört, keimt ist auf unserem Mist gewachsen. Wir haben die ersten hergeholt. Ja, und mit den Berbern, damals gab es nur sehr wenig deutsche Literatur. Eigentlich nur Französisch und in der französischen Literatur. Frankreich hat ja damals Nordafrika im Grunde eingenommen und auch von dort aus die Pferde nach Frankreich gebracht, weil man viele Pferde für die Weltkriege brauchte. Und so schrieb man eigentlich von dem. Guck mal, das ist Petra. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, Wahnsinn. Das ist die Plage, Petra. Ja. Ja, heißeste, schmecken die, heißt ja. Wer weiß denn, dass der Arespado heiß im Gelände war? Super. Genau. So, und dann kamen wir auf französische Literatur aus der Historie, nämlich Pluvinel, der deutsch-französisch geschrieben war. Und wir haben sofort angefangen, das, was der dort aufgeschrieben hat, auch zu probieren. Mit dem Vater von Raisuli. Und dann war Raisuli auch irgendwann so weit. Und Raisuli war das Pferd, mit dem wir... Das kommt gleich. Gut. Dietgard, übrigens ein wunderschöner Vorname, Dietgard Lindner. Wie kam es, dass ihr so selbstständig euer Ding macht? Wart ihr schon immer so oder habt ihr da einiges lernen müssen? Und was halten eure nicht reitenden Verwandten und Freunde von dem, was ihr da macht? Damals waren wir bunte Vögel. Wir waren die von der Truppe. Wir waren ganz bunte Vögel. Wir haben ja dann auch mit den Berberpferden irgendwann angefangen, Ritterturniere zu machen, fast 10 Jahre lang. Da haben wir von gelebt. Und die haben wir fast ausschließlich nur mit Berberpferden gemacht. Das waren die Pferde, die das am besten konnten. Und wir haben auch eine relativ gute, bekannte Gruppe gehabt. Wir haben Stunts auf Rasen gemacht als einzige Gruppe. Nicht im weichen Sand, sondern wir sind wirklich im vollen Galopp runter auf Gras, Sportplätzen und so weiter. War nicht immer ganz ohne Beulen, aber wir haben es gemacht. Und naja, darüber hin haben wir eben diese historische Reiterei gemacht. Aber zu der Zeit waren wir natürlich meine Verwandtschaft hat sehr zu mir gestanden. Die haben das ja ganz toll gefunden, dass ich mich aus dieser Familienpflicht lösen konnte und habe das tatsächlich durchgesetzt, meinen Traum zu verwirklichen. Aber im Umfeld sind wir wirklich schräg angeguckt worden. Ja. Das war schon manchmal nicht so einfach. Aber ja, wir haben ständig voneinander gelernt und wir haben uns ständig auch vorangebracht. Wenn einer eine Idee hatte, hat immer der andere von uns beiden gesagt, das kann man machen, wir probieren das aus. Wir haben uns nicht ausgebremst, sondern... Aber wir haben uns schon oft neu erfunden selber und dabei leider auch immer wieder mal Freunde und Umfeld zurückgelassen, die dann sagten, was machen denn die Krischkes da? Was wollen die denn jetzt mit Ritterturnieren? Jetzt fangen sie wieder damit an. Die hatten doch gerade erst die Berber oder jetzt machen sie keine Ritterturniere mehr, jetzt wollen sie Falknerei machen. Und das dauert dann immer wirklich Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, bis man sich wieder näher kommt, weil die das Gefühl haben, dass wir dem... Man konnte uns manchmal nicht untreu werden. Aber wir haben es immer geschafft, aus eigenen Mitteln und Hilfe auch von außen, aber nicht im ganz großen Stile, sondern immer uns wieder neu zu erfinden, uns über Wasser zu halten und auch immer zu verbessern. Immer bessere Pferde. Nadine, hi, wie habt ihr euch reiterlich gegenseitig beeinflusst? Das haben eigentlich die Pferde gemacht. Christina, Miranda, wie schafft ihr es, dass ihr sowohl zusammen arbeiten als auch zusammen leben könnt? Ja. Und nochmal, Christina, unterrichtet ihr euch gegenseitig? Ging früher nicht so gut. Die ersten 10 Jahre ging das nicht so gut. Er war nicht höflich zu mir wie zu einem Reitschüler, sondern eben so ein bisschen widerlich wie... zu einem Puckfuß, der nicht im Steigbügel bleiben will. So, wie man so zum eigenen Körperteil ist, der nicht will. Die Erwartung war halt größer als das geschaffen werden konnte, was ich erwartet habe. Naja, aber wir haben es die ganze Zeit durchgehalten und mittlerweile können wir uns beide sehr gut gegenseitig unterstützen, weil der Druck ist nicht mehr so im Kopf.
Genau. Der Druck ist nicht mehr da. Wir müssen uns nicht mehr beweisen. Wir müssen nicht mehr zur Equitana. Wir haben unser Leben so geschaffen, dass wir heute das weitergeben können, was wir an Erfahrungen gemacht haben. Und ich sage euch, liebe Leute, es sind mehr als 1000 Pferde unter meinem Hintern gewesen. Das können wir auch gleich. Ja. Und das sind natürlich Erfahrungen, die hat nicht jeder machen können in seinem Leben. Und vor allem durfte ich die in vielen verschiedenen Sparten, auch in vielen verschiedenen Sätteln unter ganz vielen verschiedenen Rassen machen. Das ist das große Plus, was wir in unserem Leben hatten, dass wir immer offen waren für alles. Und auch als ich Western-Trainer war, habe ich trotzdem nebenbei schon Pferde in anderen Reitweisen versucht zu trainieren und habe das auch einigermaßen hingekriegt. Aber das waren immer wir beide. Immer. Wo und bei wem habt ihr die barocke Reitkunst gelernt? Möchten Sarah Bay und Katrin Madel wissen. Bei Herrn Plüvinel. Da haben wir uns mal zurückgeschossen in die Zeit. Nein, ich hatte ein paar Reitstunden bei Klaus Penkett und vielleicht so 10 Reitstunden bei Richard Hinrichs, die mich auch wiederum sehr, sehr inspiriert haben. Ich konnte diesen Mann immer sehr gut kopieren, wenn ich ihn gesehen habe, wie er irgendetwas macht. Ich konnte mir das abgucken und konnte das umsetzen. Und ich habe nicht viele Reitstunden gehabt, Christine auch nicht. Also das war, ist tatsächlich, das meiste ist erlesen und vor allen Dingen abgeguckt. Ich bin, naja, und gegenseitig. Ja, ich bin ein Meister im Stehlen mit den Augen, das muss ich wirklich sagen. Wenn ich irgendwas sehe bei YouTube irgendetwas, wenn einer ein Vierkampfpferd auf eine besondere Art und Weise reitet, ich habe das alles ausprobiert. Und das geht bei mir auch relativ flott, dass ich das umsetzen kann. Nadine Heim möchte wissen, mit welchen heutigen Ausbildern oder Vertretern der klassischen Reitkunst steht ihr in Kontakt oder im Austausch? Hinrich, Ben Branderup, Mario, ja, Schneider, Sabine Oettel. Wir suchen den Kontakt, ja, schon. Die Nancy Halber hatten, ja, wir hier. Das sind eine ganze Menge Leute. Ja. Robert Studulker, mit dem, ja, telefonieren wir ab und, ja, zu. Das ist schon, ja, nett. Ja. Anna Heise und Marina Kalf wollen wissen, habt ihr historische Idole und Vorbilder? Und ich würde sehr gerne wissen, welche Fachbücher im Pferdebereich ihr nicht missen wollen würdet. Was gehört in eine gute Pferdebibliothek? Also historische Vorbilder. Den Galiberti. Den mag ich gern. Aber der ist natürlich auch noch einer mit der Vier-Säfte-Lehre und dem Pferd zur Ader lassen. Ne? Naja, man muss ja nicht die Heilmittel... Seehändner ist toll, vom alten Fritz, der, ja, Reitmeister, Stallmeister. Ja, ja. Löhneisen ist toll. Plüvinel. Aber will ich, also ist das mein Idol? Nein, das sind Leute, die uns inspiriert haben und, ja, auch immer noch inspirieren, wo wir immer noch wieder nachlesen. Mittlerweile lesen wir gar nicht mehr so sehr viel über die Reittechniken, sondern wir lesen im Moment sehr viel über das Equipment auch, um da nochmal tiefer einzusteigen, wie sie wirklich geritten haben. Also nicht nur die Ausbildung, sondern wie sind sie mit den Kandaren umgegangen, wie sind sie mit den Nasenzäumen umgegangen. Wie waren die Sättel konzipiert? Wie haben die ausgesehen? Wie waren die gepolstert und so weiter? Weil das ist alles zu einer Zeit gewesen, als man reiten musste und nicht wollte. Freizeitreiten war so gut wie nicht bekannt. Wir haben jetzt gerade eine Schrift bekommen von 1791, wo da drin steht, oder man möchte einfach nur mal zum frische Luft ausreiten, rausreiten. Das liest man vorher nicht. Liest man nicht. Keiner geschrieben. Nein. Also ob ihr reisen wollt oder jagen wollt oder... Einfach nur frische Luft holen. Oder einfach nur mal ausreiten zum frische Luft holen. Also, ja, wirklich Freizeitreiten. Und das 1796 ist ganz, ja, cool. Baumgärtner heißt der, ja, Autor, übersetzt aus dem Englischen. Will und, ich auch noch mal übersetzen und aufschreiben. Ja, also das sind eine ganze Menge Bücher, die uns sehr beeinflusst haben, aber ich habe auch kein Lieblingsbuch. Nö. Naja, ich habe ein paar Zeitgenossen, die ich toll finde. Ich, ja, finde Jean-Claude Racine super. Ich finde Philipp Karl Irwige, der modernen Dressur, hat mich sehr beeinflusst. Mein Buch finde ich klasse. Immer noch. Da stehe ich auch zu. Womit wir zu der Frage kommen, liebe Christine, wie bist du auf die Idee gekommen, dein eigenes Buch zu verfassen? Fragt Ilka Glienke. Danke für die nette Frage und auch für die Komplimente, die noch rundherum standen. Das war schon lange fällig. Das ist so ein bisschen wie unsere Online-Akademie. Erst wenn man richtig mit der Nase drauf gestoßen wird, macht man es. Ja, ich habe Christine eigentlich schon 15 Jahre vorher immer darum gebeten, schreib doch mal was auf von dem, was wir da machen. Und sie hat immer gesagt, das ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht so weit. Sie hat ja damals für unsere Reitkurse und Seminare schon mal so kleine Booklets gemacht und sowas. Aber sie sagt, das ist noch nicht reif für ein Buch.
Denn ein Buch ist für eine kleine Ewigkeit. Vorausgesetzt, es steht was Vernünftiges drin und nicht nur Bilder. Und Reitanleitungen, die wie zum Beispiel von Racine oder von Philippe Carr, Racine natürlich, Gott hat ihn selig. Aber diese Bücher werden mit Sicherheit in 50 Jahren auch noch gelesen. Da stehen nämlich Dinge drin, die werden niemals sich verändern, weil man die Reiterei, diese Leute haben die Reiterei bis ins feinste Detail auseinandergenommen. Und daran kann man nicht mehr feilen. Egal, ob ich einen Warmblüter reite oder ich reite ein deutsches Reitpony oder ich reite einen Andalusier, das spielt keine Rolle. Und deshalb werden diese Bücher auch später noch gelesen. Und ich finde es manchmal so ein bisschen mutig, von Leuten unter 25 schon Bücher zu schreiben, die sie denen 35 um die Löffel holen. Ja, das ist das Problem. Du musst dir wirklich sicher sein, dass das ein pferdefreundlicher Weg ist. Ja. Das hängt manch einem hinterher, wenn er früh so ein ausführliches Buch über Dinge, die er dann später nicht mehr, für die er nicht mehr stehen mag, geschrieben hat. Sehr gut finde ich auch Dr. Brigitte Kaluza, Reiten nur mit Sitzhilfe. Ist auch ein Buch, das mich sehr erfreut hat. Ich lese mit Begeisterung die Bücher von Bent Brandrup, weil ich das großartig finde, wie er sich mit Dingen beschäftigt und wie er die beleuchtet. Das macht mir auch ganz viel Freude. Also sowas alles. Riesenbibliothek. Wir haben über 1000 Bücher. Ja. In unserer Hofreitschule kann man sich in dieser Bibliothek auch einnisten und Bücher studieren. Auch ja. Die alten. Und dafür haben wir jetzt ja unseren Museumsleiter, den Philipp Wirz, eingestellt, der diese Bibliothek verwaltet und eben auch entsprechende Hinweise geben kann, was einen interessiert, in welchem Buch man nachschlagen muss. Ein Wissenschaftler. Ja. Jetzt fragt uns Anna Wehr, wie habt ihr drei euch kennengelernt? Krischkes und Christepski. Das ist süß. Finde ich auch eine tolle Frage. Ja, der Chris war bei uns in Seminaren und ist so ein bisschen ehrfürchtig und ganz bescheiden in seiner süßen Art einfach so um uns rumgeschlichen. Und irgendwann habe ich mir mal gepackt und habe gesagt, was machst du eigentlich beruflich? Ja, IT-Spezialist, habe so ein paar Leute unter mir, bin so. Ja, du hast ihn damals ja schon, du hast ja auf dem Wege deines Buches hast du ja Feedback gesucht. Genau. Im Internet. Und er hat häufig sehr wissenschaftlich gut fundierte Feedbacks gegeben und hat gesagt, ich sehe es genauso oder guck das nochmal anders an. Und so sind wir eigentlich auf ihn aufmerksam geworden. Er war schon länger aufmerksam. Auf uns hat sich aber nie gezeigt. Ja, und dann habe ich mit ihm telefoniert, weil ich eben sein Zitat in meinem Buch aufnehmen wollte. Er war ganz geehrt, wow, dass ich das mache. Und ja, und dann kam Corona und dann habe ich gesagt, sag mal, wollen wir nicht zusammen was machen, weil er diese tolle, richtig tolle Online-Akademie hat, Pferde gesund bewegen. Diese ganzen anatomischen Zusammenhänge habe ich verschlungen und der bringt das so toll rüber. Und auch wenn er da vor der Kamera spricht, das kommt so flüssig und nett und lebendig rüber, wie ich mir wünsche, dass Inhalte vermittelt werden. Ja, und vor allen Dingen für uns schlüssig, für unsere Reiterei. Es gibt ja viele Leute, die sich mit Biomechanik beschäftigen, auf die eine oder andere Weise. Die einen sagen, der Kopf muss ganz hoch, die anderen sagen, der Kopf muss ganz runter. Und für mich ist immer so, wenn ich merke, wie ein Pferd sich wohlfühlt, ohne dass ich Druck ausüben muss. Weder Druck auf die Hand nach oben, noch Druck auf die Hand nach unten, sondern es kommt in eine Komfortzone, wo das Pferd sich wohlfühlt. Und das war mir beim Chris am leuchtesten, wo ich sage, jawohl, da kann ich zu stehen. Das ist logisch. Mhm. Ja. So, haben wir mittlerweile eine tatsächlich gleiche Denke. Machen wir mal einen kleinen Schritt in unseren Fragen. Ja. Jetzt ganz viele Leute wollten wissen, nämlich Jen H., Anna M., Stark, Katharina Ellis und Martina Reuscher. Wann und warum habt ihr euch der klassischen Reitkunst verschrieben? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Dieses Wort Schlüsselerlebnis habt ihr alle zusammen gehabt. Das habe ich ja im Grunde schon erklärt. Mhm. Ja, wir waren mit der Westernreiterei am Ende, mit der spanischen Reiterei nicht zufrieden. Und über die Berberpferde sind wir zur historischen Reiterei gekommen. Und das war im Grunde auch der Grund, warum wir eine Hofreitschule gegründet haben. Weil im Plüvinell stand das erste Mal, dass man sich viel Zeit lassen muss. Auch gleich. Kommt auch gleich noch. Mhm.
Sven-Erik Gondlach, was hat euch dazu bewegt, eure eigene Methodik weitergeben zu wollen und so hartnäckig am Ball zu bleiben? Das war bestimmt nicht immer einfach. Ja, das stimmt. Ganz zu Anfang, damals noch kurz nachdem wir von dem Hof gehen mussten, auf dem der Wolfgang war, den er da mitgegründet hatte, haben wir ganz schnell Unterschlupf gefunden in Hemsche, in eigentlich nur Reithalle mit ein paar Boxen dran. Und dort haben wir uns das Trainingszentrum für alternative Reitkunst genannt. Und ja, ist so. Ist so. Wir wollten eine Alternative bieten. Wir wollten nicht sportlich orientiert arbeiten, sondern wollten sagen, hey, du bist ein Freizeitreiter, auch du kannst Reitkunst reiten. Und das ist ja im Grunde genommen immer noch das, was wir. Also im Grunde haben wir das Westernreiten gemixt mit Spanisch reiten, das wurde Kalifornisch reiten, das hatte ich aber ja schon deutlich vorher gemacht. Aber jetzt kamen mehr spanische Elemente da eben mit rein, zum Beispiel Piaffe Passage, der spanische Schritt. Ja, und so hat sich das eigentlich entwickelt, wo wenn man merkt, wenn man Pferde zu gewissen Lektionen befähigt, dass das Reiten eine andere Dimension bekommt. Pferde sprechen dann für sich. Und du merkst einfach, wie sich das Pferd ins Positive verwandelt, nicht nur von den reiterlichen Fähigkeiten, sondern auch in seiner Persönlichkeit entwickelt. Und du plötzlich merkst, da steht nicht nur noch ein Pferd neben dir. Da ist eine Persönlichkeit neben dir, die so geachtet und behandelt werden möchte, wie du sie jetzt gemacht hast. Und sie möchte auch nie wieder grob behandelt werden. Das nehmen die einen richtig, richtig übel, wenn man sich doch nochmal vergisst. Nicole Schumann und Henny Voss haben uns gefragt, man lernt ja am meisten aus Fehlern. In welche reiterlichen Sackgassen seid ihr gelaufen, die ihr heute bereut? Wie habt ihr das gemerkt und wie seid ihr dort wieder herausgekommen? Das habe ich ja eingehend schon erklärt. Ich war im Englischreiten in der Sackgasse, ich war im Westernreiten in der Sackgasse. Immer wenn ich Sport gemacht habe, war ich in der Sackgasse. So, und danach waren wir eigentlich nicht mehr in Sackgassen, sondern dann hat die Reiterei ihren Weg gemacht und der ging immer so weiter nach in Wellen, mal tiefer, mal höher, aber immer weiter nach oben. Das waren keine Sackgassen mehr. Wir hatten zwar noch mal ein paar Mal finanzielle Sackgassen. Ja, so, wir haben auf die Berberpferde gesetzt, plötzlich gab es keine mehr. Da konnten wir machen, was wir wollten. Haben wir noch ein paar versucht, selber aus Afrika zu holen und haben gemerkt, wie aufwendig das war und dass du gar kein Geld damit verdienen konntest, sondern nur versenken konntest. Ritterturniere haben wir fast 10 Jahre gemacht, da waren wir ziemlich gut. Und dann hat der Veranstalter sein Konzept verändert und ich habe gemerkt, noch ein Jahr und dann gibt es uns nicht mehr. Da haben wir früh genug den Absprung geschafft. Und eine Lehr- und Schaufalknerei gemacht. Wir haben diese Falknerei, die im Wiesentgehege in Springe am Saupark ist, gegründet und haben da 3 Jahre lang Falknerei. Ich habe aber Falknerei damit schon als Kind gemacht und Christine hatte damals auch ihren Falknerschein gemacht. Aber das hat uns ganz schnell vor Augen geführt, dass das nicht unser Weg ist. Ohne Pferde geht es nicht. Ich habe immer Piepmätze gehabt, aber ohne Pferde geht es nicht. Also weißt du, wir haben in der Zeit haben wir gesagt, ja, Falknerei ist toll, weil du musst ein Pferd 8 oder 10 Jahre ausbilden, dann kann er rückwärts galoppieren und Kapriole springen und alle sagen, ja. Mit dem Gebiss kann ich das auch. Und meine Rosinante macht das auch, wenn sie nach Futter schaut. Aber lässt du so einen Piepmätz fliegen, dann sind alle, oh, der kommt ja wieder. Der Hund läuft weg und von denen. Und das bringst du denen in 3 bis 6 Wochen bei. Und das machen die ihr Leben lang. Also da waren wir so, ja. Und danach haben wir gesagt, das geht nicht. Das ist zu kunstlos. Weil es so ein, wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es einfach. Und dann wird es langweilig. Du kannst dann dem Vogel nicht noch was Neues beibringen. Beim Pferd ist das bis ins allerhöchste Alter unerschöpflich, was man den Tieren noch zeigen kann und was man noch verändern kann. Svenja Ober, Anna M. Stark und Sabrina Assion möchten wissen, welche Pferde haben euch besonders auf eurem Weg geprägt und hat euch ein Pferd oder ein bestimmtes Erlebnis zur Reitkunst gebracht? Ja, Arespado, was wir gesagt haben. Arespado war wichtig, Cihal, der Vater von Raisuli. Das war der erste gekörte Werberhengst in Deutschland, den wir damals haben kören lassen. Ja, dein Masuk. Ja, Muggelchen. Mein Dennis, mein Vollblut-Araber. Mein Leo St. Frost, das Quarter Horse. Dann hatte ich nochmal einen ganz tollen Araber, der hieß Fetja. Ja, das sind so Pferde, die mich persönlich geprägt haben. Den ersten Andalusier, den wir ausgebildet haben,
Das war in Deutschland geborener Andalusier, den kriegten wir drei oder vier. Das ist ein Gestütz mehr, genau. Der genau. Sancho. Sancho. Sancho hieß Sancho, da passe ich noch durch. Der passte durch. So ein Schlitz der Boxentür offen, zack, der suchte immer die Lücke. Das war ein süßer Kerl. Und hochbegabt, der konnte piaffieren wie ein Verrückter. Der hat uns auch sehr geprägt. Der hat uns ganz toll gezeigt, dass man mit diesen Pferden nicht so umgehen kann, wie man das vielleicht mit den Quarterhorses früher gemacht hat, die man für einen Turniersport abgerichtet hat. Wir kamen noch etwas ganz Bemerkenswertes bei uns beiden dazu. Wir haben jedes Jahr in den Ritterturnieren ein neues Schauspiel gemacht. Und jetzt muss man was Neues machen. Da habe ich gesagt, wollen wir nicht mal was mit Maultieren machen? Ja, süß, genau. Und dann Moses und Abraham. Kamen Maultiere in unseren Weg. Und die haben uns auch nochmal ganz, ganz sehr, ja, Abraham, den gibt es noch. Der hat sein Frauchen gerade überlebt. Frauchen ist gestorben in Holland. Der ist über 50 mittlerweile. Wir haben ihn noch mal vor ein paar Jahren besucht, vor 5 oder 8 Jahren. Und dann sagte die, wie hieß sie noch? In Holland, komm gleich drauf. Marjolein Kilstra, das heißt, vor ein paar Wochen gestorben. Dass der mittlerweile über 50 verschiedene Tricks könnte. Und ich hatte dem schon damals Bienensitz liegen und allen möglichen Kram beigebracht. Aber also zuverlässig, ob der Finger so oder so steht, macht dann einen Unterschied, ob er in die Luft springt oder sich hinschmeißt. Also ganz toll. Die haben uns auch noch mal ganz doll gezeigt, dass es auch andere Methoden geben muss, mit Pferden umzugehen, weil Maultiere funktionieren nicht so wie Pferde. Druck kann man ausüben, aber nur in einer ganz bestimmten Art und Weise, und dann wenden die sich ab und sagen, du, mit mir nicht mehr. Ich habe übrigens wieder ein Maultier jetzt, aktuell, ganz neu. Ambi Bambi. Ja. Ambicioso. Ein Spanier. Okay. Ja, die Pferde, die mich beeinflusst haben, ohne Ende, der Keskes. Dann der Uebu. Naja, der kam ja viel später. Ich hatte ja noch Augenweidi. Ja. Mein Augenweide, der war mir echt über. Also im Sinne von, der konnte ja alles, war so ein Reitkunstgott. Und ich konnte das nicht. Und wenn, ich habe dem viel zu früh, viel zu viel beigebracht, weil er das so anbot. Und ich sage, Piaf, dann macht er schon Messer. Und ich sage, na gut, dann Messer, dann mal in den Hankensprüngen unterwegs. Das war nicht immer berechenbar, wohin das ging. Ich bin da nie runtergefallen, aber die Leute drumherum waren so, oh! Und ich erinnere mich noch an eine Situation in der Haupttop-Show auf der Epitane. Da bin ich mit meinem Augenweide, ich sollte jetzt die Hankensprünge zeigen. Und er ist in Hankensprünge auf den Richard Hinrichs zu. Und der stand in seinem Stadtrohr und ging so langsam rückwärts, weil er nicht wusste, ob ich das Tier wieder runterkriege. Also waren keine Kurven. Betten nach Wiener Art, sondern Einsprung runter, Messer und wieder Einsprung. Also Hammer. Augenweidi, würde ich heute ganz anders rangehen. Wäre ein Schulspringer bei uns. Wäre ein Schulspringer und ich habe dem nicht die Zeit gelassen. Ich habe den nicht stehen lassen und ruhen lassen. Das war, glaube ich, mein größter Fehler. Heute würde ich den wahrscheinlich ganz anders betrachten. Kleines Pferdchen, so ein 1,52er Kugelblitzschimmelchen. Ja, Fuego, mein lieber Fuego, mein toller Canastero, der Goldie, unser Otsage, mein Leash. Ja. Da sind schon einige Pferde, die sich in unser Hirn und in unser Herz gelebt und gebrannt haben, die wir auch nie vergessen werden. Ja. Okay. Wanda Lafleur, wie viele Pferde hattet ihr bereits und haben die alle bis zu eurem Ende euch begleitet oder habt ihr auch mal wieder hin und wieder was verkauft? Wir haben nicht nur hin und wieder was verkauft, wir haben vom Verkauf gelebt. Ja. Vom Training und vom Verkauf haben wir gelebt. Muss man so sagen. So, und wir haben, glaube ich, 10 oder 12 Hop-Top-Shows auf der Equitana mitgemacht, über viele Jahre. Zum Schluss noch so ein bisschen mit in der Organisation der Regie gewesen. Und das war auch immer so von, du bist ja selber Equitana alle 2 Jahre, du musst was Neues machen, du musst was völlig Neues bringen. Da hatten wir auch einen ziemlichen Druck im Hirn immer, dass wir gesagt haben, wir wollen weiter dabei bleiben. Die Equitana hat uns natürlich die Türen geöffnet, was uns geholfen hat, sowohl dass wir Trainingspferde bekommen haben und sowohl, dass wir Pferde verkaufen konnten. Ich habe auf der Equitana nur 1 oder 2 Mal ein Pferd verkauft, aber nach der Equitana ging es immer ganz gut. Hm. Ja. Wie gesagt, diese 100 Pferde. Ja, und das ist auch Pferde so, und sogar noch hier in Bückeburg ist es so, dass Leute kommen und sagen, boah, ist das ein schönes Pferd, was du da reitest. Und das sind Leute, die gucken nicht auf einen Euro, die machen dir einfach ein unmoralisches Angebot. Und dann stehst du da und dann sagst du, Mann, der kann ja auch morgen eine Kohle kriegen oder sonst was. Ja, aber wir haben wir hatten vor Corona eigentlich komplett aufgehört, Pferde zu verkaufen. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, weil wenn die Pferde dich eine Zeit lang begleiten, ich werde immer sensibler, was das anbelangt. Ja,
ganz weich geworden. Ja, ich mag mich dann nicht mehr von trennen. Und dann habe ich irgendwann, das ist auch schon, ich weiß nicht, 10 Jahre her, dass ich gesagt habe, wir verkaufen nur noch, wenn ein Pferd deutlich sagt, es möchte nicht bei uns bleiben nach einer Zeit. Da haben wir sich immer so hier nicht wohlfühlt, ja, mit dem vorgeführt werden, ja, oder mit Gästen, mit Publikum. Ja. Dann haben wir uns davon getrennt, aber wir haben kein Pferd mehr gekauft zum Verkaufen. Und erst im ersten Lockdown, als wir Pferde verkaufen mussten, damit wir überleben konnten, haben wir gemerkt, das läuft im Moment ganz gut. Dann haben wir wieder ein paar Pferde gekauft zum Verkaufen, aber das war nicht mehr meine Welt. Ich habe das, ich glaube, ich so 6, 8 Pferde mal verkauft, da habe ich aufgehört. Ich sage, nein, also mache ich nicht weiter, geht nicht. Daniela Schette möchte wissen, ich liebe eure Aufrichtigkeit. Deswegen, es gibt doch bestimmt auch Pferde, an denen ihr gescheitert seid. Oh, Augenweide. Ja. Warum war das so? Wäre es bei heutigem Wissensstand vielleicht besser verlaufen? Und wie verarbeitet ihr das? 100% wäre es besser gelaufen. 100%. Ja. Was ich eben gerade sagte, dadurch, dass wir mussten Ritterturniere leisten, früher beim Sport, aber seitdem ich mich vom Sport abgewandt habe, habe ich kein Pferd mehr ruiniert. Das muss ich einfach sagen. Das ist nicht mehr passiert. Das musste ich ja nicht mehr machen, weil ich nicht diesen Zeitdruck hatte. Wir haben aber immer noch ein bisschen zu schnell ausgebildet. Und der Gedanke, dass wir da raus wollen aus dieser Schleife, für Geld Pferde zu trainieren, denn dann kommen Leute, die sagen, ich habe für 3 Monate Zeit, ich möchte das und das und das im Pferd drin haben. Die Methoden kenne ich alle, wie man das macht. Aber ich habe mich nach und nach davon abgewandt und habe gesagt, du, 3 Monate ist nicht, mache ich nicht mehr. Und dann wollten wir zeitlos Pferde trainieren. Wir haben eigentlich einen Mäzen gesucht, wie der Pluvinell damals einen König hatte oder anderen, einen König oder einen Kaiser oder irgendjemand, die einfach gesagt haben, du bist hier mein Hofmarschall und du kannst... Sieh zu, dass die Pferde gut aussehen, wenn einer vorbeikommt. Dass ich hier glänzen kann mit meinen Pferden, dass die Zucht eben funktioniert, der Stall in Ordnung ist. Und den haben wir nicht gefunden, haben wir gesagt, da müssen wir viele kleine nehmen. Und so kam dieser Gedanke von einer Hofreitschule. Kommt auch gleich noch. Okay. Was war euer herausforderndstes Pferd und warum? Ja, du hast eben Augenweide gesagt. Immer wieder Augenweide, ja, mein Weidi. Ja. Ja, für mich war es mal Eich oder so einen kleinen Polen, der war schon durch zig Finger gegangen und der hat mich echt an Grenzen gebracht. Ich hatte auch mal einen Araber, der ziemlich griffig war, also wirklich griffig. Karachi, ne? Ja, Pferde, die gebissen und geschlagen haben, die, ja. Auch der Pascha von Martin. Das sind so Pferde, die mich auch an die Grenzen gebracht haben. Ich habe die alle irgendwo hingekriegt, aber ich würde mich heute ganz, ganz, ganz anders solchen Pferden nähern. Ganz, ganz anders. Ja. Ja. Ganz, ganz anders. Bettina Rogalski, was war euer glücklichster und was euer traurigster Moment mit Pferden? Ja, der glücklichste Moment ist, wenn man ein neues Pferd hat und man merkt, man passt zusammen. Mhm. Der traurigste ist, wenn man es gehen lassen muss. Gehen lassen muss. Und zwar gehen lassen in dem Sinne, dass ein Pferd stirbt. Ja. Das nimmt uns immer noch unfassbar doll mit, aber wir können uns mittlerweile relativ schnell entscheiden, dass das jetzt dran ist. Und also in meinen Händen ist mal ein Pferd verunglückt, hat sich das Genick gebrochen und das hat mich traumatisiert. Das habe ich bis heute nicht verarbeitet. Kann ich auch kaum drüber sprechen. Ja. Dass ich meinen Leash habe einschläfern lassen. Das war ganz traurig, aber da kann ich drüber reden. Aber es gibt so Sachen, die muss ich immer verdrängen. Schnell, nächste Frage. Glücklichster Moment ist auch, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Also Fohlen geboren zu sehen und wenn die so klein sind. Und also, das ist ganz toll. Oder ganz tolle Momente sind für mich mittlerweile, wenn ich Reitschüler habe, die mir auch schon das Wasser reichen können. Wo ich einfach sage, das machst du sogar besser, als ich es sehen konnte. Ja. Das macht mich wahnsinnig stolz und unfassbar. Wenn man sich nicht wappnen muss, so gleich passiert. Sondern ich sehe sie nach 1 oder 2 oder 3 Jahren wieder. Pferdestrahlen. Oder so wiegst du denn es hier? Und wo ich sage, ich habe gefragt, hast du unsere Seminare mitgemacht? Hast du das Buch inhaliert? Mhm. Wo ich einfach sage, Donnerwetter. Super vorbereitet. Wo kommt das denn alles her? Ja, jetzt gerade in der Schweiz, auf die Corinne. Das ist wieder so schön. Sariba möchte wissen, gibt es ein berühmtes Pferd, das ihr gerne mal geritten hättet? Nee. Die ganzen berühmten Pferde lassen sich nicht gern von anderen Leuten reiten. Ich habe 2 Mal in meinem Leben auf einem bekannten Stierkampfpferd von einmal von den Peralta-Brüdern gesessen.
Das war ein sehr, sehr bekanntes Pferd und sehr weit ausgebildet. Ich war da oben ein Gast. Das Pferd war nach 5 Minuten pitschenass. Ich hatte überhaupt keinen Zugang zu dem Pferd. Nein, ich habe diese Wünsche Flöchen überhaupt. Flöchen nennen solche, also unsere Florentinen nennen solche Pferde Psycho. Ja. da ist sie auch. Nein, die haben auch nur einen Reiter, solche Pferde. Ja. Einer kommt mit diesen Pferden ganz besonders gut klar und dann kommt danach meist nichts Großartiges mehr. Denk mal an Totilas, wie der Werdegang war. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, Mann, warum geben Sie den Totilas nicht aufs Altenteil zu jemandem, der den noch schön Handarbeit, noch irgendwelche netten Sachen mit ihm macht, und habe dann gedacht, ach, wir wären doch ein guter Ort für so einen Totilas. Der ist ja wunderschön, das Pferd. Ne? Hätten Sie die Bude angesteckt, wenn er hier wäre. Das, und du wärst an den, glaube ich, nicht mehr rangegangen. Ich glaube, der war zu. Die Besitzer klagen. Naja, über Millionen, jetzt, über den Samen. Weil der Verkäufer Sperma von dem behalten hat. Klagen um Sie jetzt, Frage wem das gehört? Nein, ja. Ich habe nein, danke. Niemals ein Bedürfnis gehabt, auch auf Messen, wo ich tolle Pferde gesehen habe. Ich habe ja, solche Pferde reiten dürfen. Von der, wie heißt sie, Vizenz, Vorname? Lea Vizenz. Lea Vizenz, würdest du da nicht gerne mal ein Pferd reiten? Nein, die wiegt die Hälfte von mir, ich kann das gar nicht. Okay. Ja. Ja, was? Ja, wenn ich mich da draußen habe, sagt der Gott, was ist denn jetzt los? Was macht der denn da oben? Cool. Nein. Okay, jetzt kommen wir zur Hofreitschulfragen. Sandra Schumann und Saribar möchten wissen, wann entstand erstmals die Idee der Fürstlichen Hofreitschule? Gab es Alternativprojekte? Wir haben insgesamt 8 Jahre nach einem Standpunkt für einen Standort gesucht. Und zwar die Idee, unsere historische Reiterei, wir hatten da schon etwas authentischere Kostüme, gute Sättel, gute, Sättel perfekte Pferde. Und die nimmst du und möchtest das Menschen nahe bringen, was du da machst. Und dann musst du so zwischen Springhindernissen auf irgendeinem Reitturnier, machst du dann den Pausenclown. Da gehen die Leute sich eine Bratwurst, holen. Und ja. Wolfgang hatte da, ich glaube, den Paris an der Hand oder so. Und dann haben Kapriolen so, gesprungen. Komm, wir klatschen alle nochmal, lass uns nochmal fliegen, Krischke. Also, wir wollten gerne ein Ambiente, wo die Leute andächtig, ehrfürchtig in die Geschichte eintauchen. Also das war und Pferde mit anderen Augen sehen möchten. Und dann, ja, dieser Gedanke war schon früh gefasst. Hofreitschule hatte ich ja auch schon angerissen, das Thema. Wie lange seid ihr schon in Bückeburg und wie kam es dazu? Ja, ich wollte es jetzt gerade kurz erklären. Genau. Dann haben wir, es gibt nicht mehr sehr viele Reithäuser in Deutschland. Es gibt eigentlich nur noch in den großen Landesgestüten gibt es noch historische Ställe und Reithäuser, da kommst du natürlich nicht rein. Und ansonsten gibt es noch in Wallerstein, das ist unten bei Nördlingen, Donauwörth, da gibt es eine Hofreitschule, die ist vom gleichen Baumeister gebaut worden, der die Wiener Hofreitschule gebaut hat. Die Hofburg. Ja, eine wunderschöne Arena. Die Arena ist ein Oval und da ist vorne und hinten Stall dran gebaut. Wir waren letzte Woche gerade nochmal davor gestanden. Ist nur leider nicht mehr im historischen Sinne weitergeführt worden, sondern ist jetzt ganz einfach ein Reiterhof. Da wären wir fast gelandet. Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Aus vertraglichen Gründen sind wir dann kurz vor der Vertragsunterzeichnung zurückgetreten und dann kam aber irgendwann Bückeburg ins Spiel, wo wir uns schon öfter beworben hatten, aber hier war ein Reiterverein drin und wir haben niemals eine Antwort auf die Bewerbung bekommen. Und dann plötzlich, wir hatten uns einen Unternehmensberater dazu genommen, Dr. Werner Schade, der dann ja später den Hannoveraner Zuchtverband geleitet hat, der hat uns hier die Türen geöffnet. Das ist ein sehr guter Freund von uns. Ja. Und der ist für uns vorstellig geworden, hat vorgesprochen. Das war 2003. Und dann machten wir Ende 2003 einen Mietvertrag. Und im Mai 2004, im Mai 2004 haben wir das eröffnet. Haben alles renoviert. Das sah hier aus, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie viele LKWs, Staub und Dreck und Müll wir hier rausgezogen haben, das kann sich kein Mensch vorstellen. Auch wie das Reithaus aussah. Ich habe immer darauf gewartet, dass wir so einen Rattenkönig finden. So Ratten, die mit den Schwänzen verknotet sind. Das war wirklich so unfassbar. Also wir haben mindestens 100 vertrocknete Ratten hinter der Bande und irgendwas. Ja. Welche Herausforderungen gibt es, fragt Dietgar Lindner, wenn man wie ihr einen Stall als Teil von einem Schloss führt? Welche Herausforderungen? Ja, wir sind zu überleben, zu touristischer bestehen. Betrieb. Ne? Ja, und also zu überleben, zu bestehen, aber auch immer besser zu werden. Denn ich sehe das mittlerweile mehr und mehr tatsächlich als Schule.
dadurch, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung des Tourismus gemacht hat, ist der, was wir schon viel früher machen wollten, aber durch diese vielen Shows, die wir gemacht haben, Vorführungen, die wir gemacht haben, ist das immer nicht so nach vorne gekommen mit der Akademie. Und über Corona ist das tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit dem Chris jetzt endlich zu dem geworden, was ich mir eigentlich mein ganzes Leben gewünscht, also nicht mein ganzes Leben, aber so lange, wie wir hier in Bückeburg sind, gewünscht habe, dass das wirklich eine Schule wird. Und da muss ich auch noch was Ehrliches zu sagen. Wir ziehen durch die Arbeit in Corona, wo hier kaum Leute herkommen konnten, hat man uns aber online kennengelernt. Und durchfragt die Krischkes. Und jetzt ziehen wir ein Klientel an, die es wirklich gut mit ihren Pferden meinen, mit denen wir menschlich gut harmonieren. Zuvor hatten wir auch öfter mal Leute, die sich einfach leisten konnten und gesagt haben, hier, Geld spielt keine Rolle. Aber den Kern der Sache, die Liebe zu den Pferden, nur auf der Stirn stehen hatten, aber nicht gelebt haben. Also wir haben jetzt wirklich, wir haben tolle Leute. Ja, nun müssen wir auch sagen, es war im ersten Lockdown, den hätten wir auch nicht überstanden. Das waren natürlich ganz viele Menschen, die uns schon seit vielen, vielen Jahren kennen oder auch noch nicht so gut kennen und die uns wirklich finanziell jetzt die 2 Jahre über Wasser gehalten haben. Gerettet. Ja. Die Akademie ist mittlerweile, die steht. Wir haben den Betrieb ja umgebaut. Das ist ja die Fürstliche Hofreitschule, ist jetzt eine gemeinnützige GmbH. Und ja, wir haben jetzt zwei Betriebe, Wolfgang Krischke und die gemeinnützige GmbH. Die beiden Betriebe können mittlerweile einigermaßen bestehen. Wenn jetzt nicht wieder noch ganz große wirtschaftliche Krisen entstehen, schaffen wir es. Aber dadurch, dass wir eine gemeinnützige GmbH sind, sind wir ja sowieso so aufgestellt, dass wir unterstützt werden dürfen und können, auch vom Finanzamt, und das Geld nicht wieder ans Finanzamt zurückgeben müssen, was uns gegeben und zur Hilfe gegeben wird. Von daher müsste das eigentlich jetzt für die nächsten Generationen Bestand haben. Das ist das, was wir uns wirklich wünschen. Damit haben wir die Frage, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ja. Liebe Wanda Lafleur, danke. Das ist bleibt. Det Kirsten, Ilka Glinke und Alexandra Andalus fragen, so ein jahrhundertealtes Schloss hat ja, was die Haltung der Pferde angeht, andere Ansprüche gehabt als das, was wir heute haben. Wie genau sieht Pferdehaltung in Bückeburg aus? Wie lange und oft geht es auf die Koppel? Wie viel Heu bekommen die Pferde? Wo stehen die Hengste zusammen? Habt ihr da einen Mietvertrag? Wie macht ihr das mit dem ganzen Stallmanagement? Wo lagert ihr euer Heu und wie macht ihr das mit den Weiden? So, das wäre jetzt für nächsten Dienstag die Erklärung. Aber wie kriegen wir das jetzt? Wollen wir das als letzte Frage machen? Wir sind hier Mieter. Wir haben die Hengste. Wir trauen uns nicht, die zusammenzulassen, damit die keine Bisswunden und Schürfwunden haben und die Leute denken, wir misshandeln unsere Pferde. Wir haben schon ein paar Mal Unfälle erlebt, bis hin zum Bein abtreten. Ja, ich gehe diese Risiken nicht mehr ein. Genau. Unsere Pferde kommen raus auf Paddock, wenn es doll matschig ist, auf Koppeln. Wenn es nicht doll matschig ist, auf Koppeln. Wenn es doll matschig ist, sind es auf dem Paddock. So. Ja. Ja. Wir haben Koppeln rund ums Schloss, 7 Hektar. Und das sind alles Einzelparzellen. Die Pferde kommen raus. Wir haben den Stundenplan. Der wird jeden Morgen neu gemacht. Wer wie lange rauskommt. Ein paar von denen wollen 3 Stunden. Ein paar stehen nach 20 Minuten schon wieder am Tor und wiehern und kratzen mit den Füßen und bauen ein tiefes Loch vor die Tür. Das machen wir ganz individuell. Das hatten wir gerade mit den Dressurstudien vorletzte Woche ein Interview. Da hat Richard Hinrichs etwas sehr Schönes gesagt. Das kannst du am besten wiederholen. Der hat gesagt, alle bestehen heutzutage im Tierwohl auf artgerechte Haltung der Pferde. Und jeder bemüht sich, sein Pferd in Gruppenhaltung, viel Auslauf und am liebsten Bewegungsstall zu geben. Aber es gibt für Pferde auch ein bedürfnisorientiertes Denken. Und es ist zum Beispiel nicht artgerecht, einen Hengst zu kastrieren, sagt er. Und da hat er recht, das sieht die Natur nicht vor. Und ein Hengst hat andere Bedürfnisse als eine Stute oder na dann das, was wir draus machen aus dem Hengst im Wallach. Er sagt eben auch in der Haltung, also da, häufig ist ja jetzt so der große Modetrend, ist ja die Vergesellschaftung von Pferden in den großen Bewegungsstellen. Da werden natürlich Pferde aller Arten und Couleur. Die können sich das ja nicht aussuchen. Und Couleur zusammengeworfen, da wird ein Isländer mit einem Warmblüter zusammengestellt, da ist ein Vollblutaraber mit drin, da ist noch ein Kaltblüter mit drin. Da ist da so eine herrische Warmblutstute, die sagt, pass mal auf. Und natürlich ist der Gedanke dieser Pferdehaltung großartig und tierfreundlich.
Aber leider dadurch, dass wir verschiedene Rassen zusammentun, und Pferde sind leider auch nun mal ein bisschen rassistisch, wie viele andere Tierarten auch. Man sieht immer wieder, dass sich die Vollblutaraber zusammenstellen, die Quarterhorse stehen da. Manchmal stellen sie sogar nach Farben zusammen, die Pferde. Ja? Und dann funktioniert dieser Gedanke nicht so gut. Dann ist doch wieder ein oder zwei Pferde werden gemobbt. Und dann hast du Magenprobleme, hast du dies oder das. Also ich kann nur sagen, wir halten unsere Pferde so, wie man es seit Jahrhunderten macht. Die arbeiten und stehen in Boxen und haben Auslauf. Und wer unsere Pferde kennt, wir haben keine Pferde, die kriegsgrimmig schauen. Wir haben keine Pferde mit Magenproblemen. Wir kriegen Pferde mit Magenproblemen, aber die haben wir dann nach einer Zeit nicht mehr. Die kriegen wir weg. Und unsere Pferde werden sehr, sehr alt. Alles, was wir jetzt behalten haben von den Pferden, die nach dem ersten Lockdown bei uns geblieben sind, sind zwischen 15 und 30. Und alle Pferde sind noch voll im Einsatz. 30 ist jetzt mein alter Raisuli. Der macht noch Damensattel, der macht noch lange Zügel und der wird auch noch normal geritten. Wenn auch nicht mehr so lange wie früher. Aber so werden unsere Pferde gehalten. Ich stehe dazu und das soll sich auch jeder mal anschauen. Auch in Portugal und in Spanien werden Pferde so gehalten. Häufig werden sie zu uns hergeholt. Man kauft sie, weil sie da unten Feuer ausstrahlen und viel Temperament. Und dann kommen sie her und siehst nach 2 Jahren das Pferd wieder und sagst, warte mal, ist das das Pferd, was du da mitgebracht hast? Genau, also das Feuer und die Lebensfreude. Geht naja. Leider. Okay. Der Stolz. Ich mache mal weiter, weil das verloren. Ist sehr kontrovers, ist eigentlich ein Thema nochmal. Ja, da können wir mal einen Dienstagabend mal rausmachen. Mal wegen Haltung. Sag ich ja, das genau. Ist eigentlich ein Thema für den ganzen Abend. So. Ganz kurz noch, Heu und Stroh wird hinterm Stall gelagert. Wir dürfen nicht, keine Jahreshaltung. Wir haben keine Mieten. Keine Mieten dürfen wir nicht machen, wegen Brandgefahr. Unser Bauer bringt uns jede Woche Heu und Stroh auf den Hof, hinter den Stall und Mist wird jede Woche abgefahren. Ja, das ist sehr, sehr teuer. Wirklich sehr, sehr teuer. Fast doppelt so teuer als jede andere Pferdehaltung in der ganzen Gegend. Aber wir haben das ja so kalkuliert, dass es funktionieren kann. Unsere Pferde kriegen Heu satt. Ja. Wir haben so Raufen, wo ein Plastik drauf liegt, damit die, die wirklich aus dem Leim gehen, ein bisschen zupfen müssen und langsam essen. Aber sie essen jeden, also haben ständig Heu zu essen. Und die, die viel essen müssen, haben meist auch noch einen Haufen daneben liegen. Genau. Marina Kalf möchte wissen, wie schafft ihr es, euch Zeit zum Abschalten zu nehmen, wenn man doch so viel am Tag machen möchte, dass 24 Stunden gar nicht reichen? Und Daniela Schette fragt, wie schafft ihr es für euer Pferd? Zeit für euer Pferd, für euer, also ein spezielles Pferd freizuschaufeln. Zeit zum Abschalten ist so, hier liegt eine Tastatur, die nehme ich gerade in die Hand. Jetzt könnte man abschalten, meinst abschalten. Du? Abschalten. Abschalten, ja. Abschalten. Klack. Ja, ist häufig sehr schwierig. Ja. Wirklich sehr schwierig. Wir waren jetzt gerade auf Tour, wir haben Auswärtskurse gegeben und waren eine Woche nicht da. Es ist so unfassbar viel nachzuarbeiten. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir haben uns jetzt ja Hilfe geholt und ich hoffe, dass, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, in einem Jahr ein bisschen mehr Zeit dafür da ist, dass wir auch mal wieder zu unseren Hobbys kommen. Wir haben unsere Hobbys im Moment alle aufgegeben. Seit Corona ist das alles. Wolfgang muss mich manchmal daran erinnern, dass ich doch noch eben mal mein Pferd bewegen soll. Und dann gucke ich auf die Uhr, da ist das schon 16 Uhr. Unsere Pferde haben ab 18 Uhr strikte Stallruhe, da können die sich ausruhen bis zum nächsten Morgen. Also muss ich, ja, und ich denke, so ist erst eins, weil ich arbeite mich auch so fest. Ich habe sehr, sehr viel Büroarbeit im Hintergrund hier zu erledigen. Ja, und mein kleiner Halkon, der leidet sehr darunter, wenn ich mir keine Zeit für ihn nehme, weil wir sind nämlich ein Ehepaar, der Halkon und ich. Ja. Der vermisst mich richtig, der ruft mich. Ja, so. 2 Fragen mache ich noch. Guck mal, das halbe Stündchen ist auch gerade vorüber. Tammy Keller, aus gegebenem Anlass möchte ich mich für das Projekt Bückeburger Schulsattel bedanken. War die Idee und die Umsetzung einfach und wie ist das entstanden? Ich bewundere euren Mut und Willen, die Welt der Pferde und der Reiter stets zum Positiven zu inspirieren. Dankeschön, Tammy. Wie ist der Bückeburger Schulsattel entstanden? Hätte es einen Sattel in der Form gegeben, den ich mir seit Jahren schon gewünscht habe. Ich habe Sättel selber gebaut, weil ich mit den herkömmlichen Sätteln nicht zufrieden war, weil ich bei allen iberisch getypten Pferden, also auch den Berbern, dazu gehören auch die Berber, immer wieder gemerkt habe, dass die Pferde mit ihren Schulterblättern, egal unter welchen Sattel, runter müssen. Dass sie diese schönen Gänge, warum wir diese Pferde ja eigentlich dann kaufen, weil sie sich so schön bewegen können, irgendwann einstellen, weil sie sich unter dem Sattel nicht mehr wohlfühlen. Und wie gesagt, da habe ich die ersten Sättel selber gebaut. Und als ich dann merkte,
ich komme da gar nicht gegen an, auch für uns persönlich in, in der Hofreitschule. Ich hätte noch mehr Sättel bauen müssen, ich hatte aber die Zeit nicht. Dann habe ich nach einem Partner gesucht, der mir Sättel baut. Und dann haben wir uns umgeguckt, wer das alles machen kann. Haben wir einige Sattlereien angeschrieben, angefragt. Der Einzige, der uns ein vernünftiges Konzept gemacht hat, war damals tatsächlich Däubert, als er noch selber in seiner Sattlerei tätig war. Hat er uns mit Bonsemeier zusammen ein vernünftiges Konzept vorgelegt, wie wir diesen Sattel entwickeln können. Dann haben wir angefangen, den Sattel zu bauen. Da waren natürlich zu Anfang, mussten noch viele Änderungen gemacht werden. Es hat auch einiges an Geld gekostet. Und bis der Sattel so geworden ist, wie er heute ist, würde ich mal sagen, hat es so 5-6 Jahre gedauert. Und dann irgendwann, wir bessern jetzt immer noch ein bisschen nach, wo ich nochmal sage, kann man nochmal verändern, kann man noch schöner machen. Wir haben jetzt den Rest noch auf Bückeburg umbauen lassen, weil dann haben wir eine kürzere Variante für die ganz kurzen Pferde. Kommt vielleicht auch noch was Neues, ich habe noch eine Idee. Aber das ist immer im Sinne, für mich ist das nicht im Sinne des Reiters, sondern im Sinne des Pferdes. Und die Pferde noch besser. Darum interessieren mich diese alten Geschichten so sehr. Wie waren die Sättel damals? Zum Beispiel 5 Gurtstrupfen an einem Sattel. 5 Schnallen am Sattelgurt. Warum? Und wie weit hinten die früher gegurtet haben. Und nicht vorne auf der Schulter. Fast jeder moderne Sattel hat heute über den Ort eine Gurtstrupfe runter. Damit der Sattel am Widerrist schön fest ist, damit der Reiter nicht runterfällt, weil sie nicht balanciert sitzen können. Das ist ja völlig klar. Gut, eine letzte Frage. Ich weiß, ich habe einige ausgelassen, aber ich denke, ihr hattet trotzdem einen ganz unterhaltsamen Abend. Liebe Marina Kalf, du hast das letzte Wort mit der Frage, lieber einen Tee oder einen Kaffee zum Kuchen, zu Keksen. Die Lieblingssorte ist natürlich der Vollständigkeit halber mitzunennen. Ich hätte gerne ein schönes Stück selbstgemachten Nusskuchen und dazu einen großen Latte Macchiato. Okay. Und Chef nimmt Schwarzwälder Kirschtorte mit? Eine Leberwursttorte. Mit ganzen Früchten, ne? Mit ganzen Früchten, mit ganzen Würsten. Ich bin kein großer Kuchenfan, ich esse tatsächlich. Ich esse ganz gerne mal ein Stück Käsekuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte und ansonsten. Ach nee, kalte Hundeschnauze, die esse ich auch ganz gerne. Das ist arme Ritter? Kalte Hundeschnauze, Butterkeks, Schokolade, Butterkeks, Schokolade, diese kalte. Ist das nicht auch arme Ritter? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Ich kenne das so als kalte Hundeschnauze. Okay. Ja. Gut. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure tollen Fragen. Es hat ganz viel Spaß gemacht, in unsere Geschichte einzutauchen. Ich hoffe, ihr hattet einen unterhaltsamen Abend. Dieses Video geht bestimmt steil und viral. Wir sehen uns. Ich habe noch gerade, das lasse ich jetzt einmal los in der Runde. Mhm. Also ich habe vor Jahren schon mal angefangen aufzuschreiben, wie unser Leben so gelaufen ist, das reiterliche Leben. Das ist viel, viel ausführlicher, als wir das jetzt hier beschreiben konnten. Und wir beide haben festgestellt, dass genau über diesen heutigen Abend haben wir gemerkt, wie hoch das Interesse ist. Und ich glaube, das wäre eine gute Idee, das Leben einfach mal aufzuschreiben bis zum heutigen Tag. Wir werden die Zeit nicht finden dazu, dieses Buch zu schreiben. Ich biete jetzt mal an, wenn jemand Lust hat, als Ghostwriter für uns das zu machen. Wir würden es aufsprechen aufs Band und irgendjemand muss es schreiben und irgendwann könnten wir dieses Buch rausbringen. Aber das wird viele Leute interessieren. Fotos und Anekdoten dazu gibt es massenweise. Das Buch kann dick werden wie eine Bibel. So coole Fotos von damals, von den ganzen Permafären, von den Rittern und Videos. Und, was und von den Kindern, die sie geritten haben. Ich habe gar nichts von meiner Tochter Diana gesagt heute Abend. Die einen ganz, ganz großen Beitrag in meinem Leben zur Reiterei dazu getragen hat. Da hat gar keiner nachgefragt. Ja, es gab noch eine Frage. Gibt es einen Schüler, gibt es Schüler, die euch besonders beeinflusst haben in der Art, wie ihr Reitunterricht gibt? Und dazu gehört eben Diana. Ja, stimmt. Jetzt gerade ihre Doktorarbeit geschrieben und Pferdewissenschaften studiert hat und selber mittlerweile durch die ganze Welt reist und anderen Leuten diese Art der Reiterei nahe bringt. Ja, und der ich auch ganz viel dazu verdanken habe, dass das hier auch entstehen konnte. Sie hat hier sehr viel Zeit und Herzblut und Kraft mit beigesteuert, dass das alles entstanden ist. Ja, steht mittlerweile auf eigenen Füßen. Jetzt packen wir's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Da machen wir den zweiten Teil von Seitengänge. Der fällt also nicht hinten unter. Da ist unser lieber Chris auch wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Das war ein lustiger Abend. Jo.